Wir selten damit mit Strom wollen wir dem Projekt erreichen, dass wir uns mehr im ökologischen Sektor befinden. Also soll einfach heißen, bisher kam immer eine Grünschnittfirma. Wir haben die Trassen komplett freigehalten von Baumschnitt, von Sträuchern, von allem Möglichen. Und jetzt hat sich die Situation geboten, dass sich die Schafe darum kümmern wollen. Wir wollen uns einfach mal dran versuchen, das mit harter Arbeit und dem Hunger der Ladies so zu erledigen, dass sich da eine Heide, Magerrasen entwickeln dade, wo wir auch dauerhaft bleiben könnten. Das wäre so unser Traum. Jetzt mit dem Thema Energie, was wieder stark in den Vordergrund rückt und auch Nachhaltigkeit in dem Bezug, sind wir der Überzeugung, dass es noch sehr viele Flächen gibt, wo man derartige Projekte anschieben kann. Wir freuen uns, dass wir einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten dürfen. Zusammen mit 50 Hertz, dem Landschaftspflegeverband Westsachsen und natürlich dem Schäfer und den Eigentümern. Ja.